Mitschnitt bei Radio Bielefeld. Ist noch ein paar Wochen hin. Letztes Spiel des Jahres. Arminia hat Losglück gehabt. Das Westfalenpokal-Endspiel wird in der Schüko Arena auf der Alm gegen den SC Verl stattfinden. Hat man da schon so ein, zwei Gedanken dran verschwendet, was das für Arminia bedeuten könnte in diesem so wichtigen Spiel, um das Ticket für den DFB-Pokal zu ziehen? Ja, erstmal wollten wir ein Heimspiel haben. Das haben wir erreicht. Das ist super. Aber Gedanken um das Spiel mache ich mir jetzt noch nicht, weil MSV Duisburg vor der Haustür steht und das ist auf jeden Fall die nächste schwere Aufgabe. Aber das kleine Derby hier in der Schüko Arena zu haben mit wahrscheinlich dann wieder über 20.000 in so einem wichtigen Spiel, wird ja doch sicherlich erfreulich zur Kenntnis genommen. Ja klar, ist ein klarer Vorteil, alleine schon von den Zuschauern. Wir haben die Heimzuschauer da. In Fair wären es 5.000 gewesen. Hier denke ich mal, wenn es wieder weit über 20, ist auf jeden Fall ein Vorteil. Jetzt sind wir in der Osterwoche, mitten in Osterferien, kurz vor den Feiertagen. Das heißt, ihr hattet auch ziemlich viele öffentliche Trainingseinheiten schon an der Friedrich-Hagemann-Straße. Viele Zuschauer waren da, die die Ferienzeit genutzt haben. Was hast du da für eine Stimmung gespürt, für eine Resonanz gespürt? War da ein bisschen mehr Zweifel oder Vorfreude nach dem Münstersieg? Was hast du da wahrgenommen bei den Trainingsgästen, die zahlreich da waren? Ja, wir haben uns extra bewusst dafür entschieden, dass wir die ersten Einheiten öffentlich machen. Wir wussten natürlich, dass Osterferien sind, dass die Kids vorbeikommen mit ihren Eltern. Tat, glaube ich, jeden gut. Und wenn man dann die strahlenden Gesichter sieht, wie die Jungs sich dann da, Jungs und Mädels, sich Autogramme abholen, ist es schon schön zu sehen. Was hat denn der Sieg gegen Münster für eine Stimmung gesorgt? Dieses dramatische Pokalspiel zurückgelegen, zurückgekommen im Elfmeterschießen mit Oppermann, das Ding auch noch gedreht, also von der ganzen Dramaturgie. Was hat das vielleicht auch mit der Mannschaft gemacht in dieser entscheidenden Phase? Ja, waren natürlich nur positive Gefühle, vor allem auch für uns ganz, ganz wichtig, dass wir den Rückstand wieder drehen konnten. Auch für Einzelspieler fand ich es extrem wichtig, also ein Oppermann oder ein Putaro, die dann da wirklich zum Matchwinner wurden. Es tat ihnen, glaube ich, sehr gut, weil sie ein bisschen hinten dran waren. Und ja, ich glaube, wie die ganze Mannschaft sich gefreut hat, hatte man dann, glaube ich, nach dem Spiel gesehen. Wie sieht's bei deinem Personal jetzt vor dem Spiel gegen Duisburg aus? Semi BKI hat ein dickes Knie gehabt, muss man gucken, ob es das Wochenende reicht. Tadamu Mula hat zum ersten Mal die Laufschuhe wieder angehabt. Muss man mal schauen, wie es aussieht fürs Wochenende. Sarenra Basé fällt weiterhin aus, aber der Rest war auf jeden Fall komplett im Training. Arminia Bielefeld momentan über dem Strich, da will man natürlich bis zum Schluss bleiben. Die Duisburger in der Verfolgerrolle, das ist die Ausgangslage vor dem Westduell am Ostersonntagabend. Welche Bedeutung hat das Spiel aus deiner Sicht, wenn noch 8 Partien insgesamt zu gehen sind? Ja, ist eines von 8 Endspielen und wir wissen natürlich, wie die Tabelle ist. Wir wissen, wenn wir einen Sieg haben, sind wir da erstmal ein bisschen weiter weg und das ist auch das Ziel für das Spiel am Wochenende. Die Duisburger Schienen schon abgeschlagen, sind wieder besser in den Tritt gekommen, haben sich auch verstärkt noch Daniel Ginczek unter anderem geholt, Bundesliga-erfahrener Spieler. Wie schätzt du den Gegner ein, der sich mittlerweile einigermaßen gefunden hat? Ja, sehr erfahrener Sturm. Haben dahinter im Mittelfeld was sehr, sehr Junges und ich glaube, die Mischung macht es gerade bei denen aus. Trainer hat eine gute Truppe gefunden und deswegen sind sie gerade so erfolgreich. Dann viel Erfolg am Ostersonntag. Danke dir. Danke.